Was geht ab, Freunde? Heute reagieren wir auf die krassesten Finishes, Schrägstrich, Knockouts aus Top Dog, der geilsten Bernakill-Organisation der Welt. Oh! 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 Ach du Scheiße! Lasst dem Video auch gerne ein Like und den Kanal ein Abo da, um nichts mehr von mir zu verpassen. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Video. So, let's go. Samurai gegen Charon. Sehr kleiner Knockdown. Samurai geht hier nach vorne. Mit brutalen Uppercuts. Pressure die. Oh! Oh, fuck, Alter! Er ist auf Chicken Legs unterwegs, Charon. Aber er kämpft trotzdem weiter. Oh, scheiße. Aber das war nicht gut, dass die ihn weiterkämpfen ließen. Scheiße. Brutale Rechte. Perfekt an Skin. Scheiße. Batz. Und er ist echt nach vorne geklappt, wie Gagey gegen Holloway. Batz. Komplett weg. Okay, Luzan gegen Orel. Oh! Fatality. Oh, fuck. Alter, vorbei. Wie der eine noch, der Knockout gegangen ist, noch so aufgerufen hat. Komm her. Und dann wird er direkt ausgekontert. Scheiße. Er ist vorbei. Er kann nicht mal laufen. Fuck. Hier, da klatscht er noch. Komm her. Und dann, boom! Vorbei. Ja, ist immer das Problem, wenn man sowas macht. Doktor ist am Start. Richtig guter Boxer. Oh, und die Linke. Schickt hier der Mann schlafen. Stark. Ach du Kacke. Nein, 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 nein. Na, vorbei. Game over. Boah. Okay, what the fuck? Schon wieder so einer. Schon wieder so einer, der irgendwie auf krass tut und dann direkt ausgenockt wird. Warum macht man sowas? Ich versteh's nicht. Warum macht man sowas? Bats, Junge. Boah, Junge, der sieht aus wie so ein russischer Knasti. Junge. So Onkel Vova einfach. Bats. Schickt ihn hier schlafen. Duck. Das sind immer die brutalsten. Der sieht so richtig so unschuldig aus. Okay, Tuinov. Absolute Maschine. Bats. So ein cleaner Boxer. Das ist mein Lieblingskämpfer aus Top Dog, Tuinov. So eine Maschine. Ist ein richtig brutaler Kickboxer. Aber da hat er halt die Transition zu Top Dog gemacht. Und eieieiei. Der nimmt die Leute da wirklich auseinander. Brutaler Fighter. Ah, Kratos gegen Doktor, das habe ich noch angesprochen. Ich habe auch auf den ganzen reagiert. Guckt euch mal an, was hier abgeht. Kratos geht nach vorne wie so ein Psychopath. Junge, das sind beides komplette Krieger, die sich nichts schenken. Und jetzt kommt's gleich. Alter, das ist echt der kalteste Knockout in Top Dog. Bab! Alter, scheiße, Mann. Kratos hat halt so eine Power. Brutal. Aber Doktor hat auch den Kampf so krass gekämpft, fand ich. Aber da konnte er echt nichts machen. Da wurde er einmal richtig gut gekontert. Oder da, die zweite, die hat ihn echt perfekt getroffen. Das war dann vorbei. Scheiße. Und Kratos schlägt auch wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Bazooka. Guckt euch an hier. Bong. Die erste hat ihn schon mies angenockt und die zweite hat einfach alles beendet. Boah. Ey, das kann man nicht überleben, so ein Treffer. Boah, beide kommen direkt aus, brawlen sich hier in der Mitte des Rings. Gute Treffer von Melodov. Oh! Oh! Ach du Scheiße! Junge! Ach du Scheiße! Seine Seele hat auch den Körper verlassen. Das ist ein richtig brutaler Knockout gewesen. Ach du Scheiße!
Das war eine perfekte Links-Rechts-Kombi. Also besser kannst du ihn nicht schlagen. Zack, Bats. Und vorbei. Krass. Also sein Gehirn ist so schnell gar nicht mitgekommen. Okay, hier ein weiterer Kampf von Doktor. Also der ist echt so ein guter Boxer. Eieieiei. Klappt sein Gegner hier zusammen. Mit einer brutalen Rechten. Den Top Dogs sind echt so unglaublich gute Boxer, ne? Das ist heftig. Da ist jeder Fehler fatal für dich. Also wenn da ein guter Treffer durchgeht, ist vorbei. Oh, Colin Barbar. Einfach der Rafael Fiziev von Top Dog. Auch so ein heftiger Boxer. Alter. Der ist so ein Barbar. Das ist ja auch sein Spitzname. Der geht die ganze Zeit nach vorne. Guckt ihn euch an. Der nimmt eine, um eine zu geben. Das ist sein Motto. Der ist ein richtiger Wikinger. Oh, Venom. Auch mit guten Treffern hier. Ja, gute Linke von Colin. Ui. Oh, schon wieder. Aber Venom gibt hier nicht auf, macht immer weiter. Lässt sich hier nicht unterkriegen. Boah, kommt auch mit einer guten Linken durch, wird aber direkt wieder gekontert. Und das war's. Das Ding ist, Colin ist die ganze Zeit auf dir. Der lässt nicht locker. Der bleibt die ganze Zeit, der ist die ganze Zeit im Infight. Schlägt die ganze Zeit. Und das frustriert halt auch ultra krass, ne? Wenn man mit ihm da im Ring steht. Und da, also der Kampf, da sieht man, warum man nicht Faxen machen soll. Is hat den Kampf davor, also so kleine Geschichte, komplett geführt. Und dann ist er sich halt zu siegessicher geworden. Dann hat er so Faxen gemacht. Und dann ist das passiert hier. Papp, papp. Und vorbei. Hat Khanov hier ein bisschen provoziert und wurde direkt ausgenockt. Ah. Guckt euch das an. Die ganze Zeit so, was los, was los? Und dann, genau hier hat er ihn angenockt, auch wieder zu früh gefreut. Er dachte, er wäre der King im Dschungel. Guckt ihn euch an. Und dann hat er richtig brutal mit dem brutalsten Knockout in Top Dog bezahlt. Alter. Guckt mal, wie er in der Luft noch zweimal getroffen wird. Und die rechte. Bats! Ach du Scheiße, Mann. Und der ist wirklich auf einem anderen Planeten. Der ist nicht mehr hier auf der Erde. Der ist irgendwo im Mars. Oder irgendwo auf der Milchstraße fliegt sein Geist da gerade rum. Ey, das ist brutal. Richtig geile Finishes waren am Start. Schreibt mal in die Kommentare, welcher Knockout oder welches Finish euch am meisten, ja, gefallen hat. Oder welches am brutalsten, weil ich bin mal richtig gespannt. Ich fand das letzte am heftigsten. Ja, in dem Sinne bin ich auch hier mit raus. Ich sag euch ehrlich, ich konnte jetzt nicht ein großes Video drehen. Ich war am Wochenende bei so einem fetten Lauf dabei. Meine Beine sind einfach matsch, ich musste mich darauf ein bisschen vorbereiten, hatte nicht so viel Zeit, aber dafür eine richtig geile, knackige Reaktion auf Top Dog. Ja, was gibt's Besseres? In dem Sinne sehen wir uns in alter Frische beim neuen Video wieder. Haut rein, Freunde, und ciao, ciao.